Und damit willkommen zurück bei einem weiteren Elden Ring Video. Ich habe hier wieder mal Fußspuren, Kriegsaschen-Ding gefunden. Ich hol's mal schnell. Ah, jetzt habe ich es voll verpasst. Komm. Was? Man sieht es halt super schwer. Kriegsasche Seppuku. Blut. Irgendwas für Blut. Wahrscheinlich selbst opfern und dann Blut opfern und mehr Schaden haben oder sowas. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität blutig und folgendes Talent. Seppuku, eine verbotene Technik der Schwertkämpfer aus dem Schilfland. Das sind diese samuraiartigen Typen. Rammt die Klinge in euren Bauch, um sie in Blut zu tränken. Erhöht die Angriffskraft und die Chance, Blutverlust auszulösen. Oi. Zur Verwendung mit Schwertern, Stangenstoßwaffen, außer mit kleinen und gigantischen Waffen. Ah, das ist interessant. So, ich befinde mich auf jeden Fall, erstmal das zeigen, auf dem Berggipfel der Riesen nach Hauptstadt Leyndell. Ne? Hier durch, bis hoch zum See. Und hier, zum eisigen See. Und hier gibt es die Kriegsasche. Seppuku. Und da ja Blattbild ziemlich OP ist und sehr beliebt ist dadurch natürlich, denke ich, das ist ein gefragtes Video, denn ich tippe ich jetzt einfach mal. Cool. Krass. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.